So. Am Rande des Todes sind wir also hier und wollten gucken, was das hier ist. Okay, die können wir mitnehmen. Bah. Dachte er. Also ich kann sie mitnehmen, aber ich verbrenne mir. Alter. Mörderisch. Die Flossen daran. So, was ist das? Das ist ein Magma-Block. Es ist ein Magma-Block. Ich muss mich jetzt hier mal. Ich muss mir hier mal einen obligatorischen Ausweg bauen. Okay. Also wenn ich da drauf gehe, verbrenne ich mich. Aber ich kann die Dinger abtragen und das ist geil. Das heißt, ich baue mir jetzt mal hier irgendwie einen Weg nach oben, dass ich hier aber trotzdem umherbauen kann, dass ich die Dinger abtragen kann. Bestenfalls vielleicht sogar so, dass ich nicht da drauf gehen muss. Oh, Alter, hier ist alles aus diesen Dingern. Scheiß drauf, ich nehme es in Kauf, dass ich mich hier verbrenne. Ich will die Dinger haben. Die nehmen jetzt Gott sei Dank auch nicht so viel Energie weg. Bloß nicht in die Lava stürzen, Alter. Die sind natürlich auch sehr interessant für mich hier. Kann man viel draus machen. Ich weiß nur nicht, ob die mir in der Oberwelt so viel nützen. Alter, ist das heiß. Ist das heiß. Wenn ich die in der Oberwelt irgendwo platziere, nicht, dass mir dann ringsrum alles in Flammen aufgeht. Ich muss mir hier irgendwie einen Notfallweg lassen, dass ich hier nicht unnötig lange auf diesen Dingern drauf rumlaufen muss. Beziehungsweise würde ich eher sogar. So. Also es sind ja genug davon hier. Ich kann nur eben keinen weiteren Block nach unten graben, weil ich glaube, da ist direkt Lava. Spitzhacke war weg. Glaube ich zumindest, dass die gerade weg war, irgendwie. Hä? Oder ich gerade Wasser her? Irgendwas ist mir gerade kaputt gegangen. Heiß, 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 heiß. Nicht gut, nicht gut. War nicht gut. Bitte. Nicht umkommen jetzt hier unten, bitte nicht. Komm, geh wieder aus, geh wieder aus, geh wieder aus, geh wieder aus, geh wieder aus. Geh wieder aus. Oh, danke. Ich wollte nur gerade von da unten weg. Okay, ich muss mir jetzt hier irgendwie einen Weg bauen. Das nützt nichts. Einen Weg bauen, dass ich dann auch wieder nach oben komme, safe. Weil ich habe mich ja jetzt hier unten schon so verfriemelt. Ehrlich gesagt nicht mehr ganz weiß, ob das überhaupt jetzt der Weg nach oben wird. Jetzt ist die Spitzhacke auch weg, alles klar. Na gut, komm. Wir haben ja so viele Lavablöcke, dass wir den Slot dann auch wieder voll kriegen. Ich muss nur jetzt mal gucken, orientierungshalber. Oh, hier ist noch Gold, Alter. Bin hier gerade irgendwo mittendrin. Boah, ist das viel. Ist das viel Gold. Das ist nämlich schon voll. Das heißt, ich muss das jetzt raushauen hier. Dass ich das Gold noch mitnehmen kann unbedingt. So, ich wollte jetzt hier eigentlich mal gucken, wo ich hier bin. Wie weit oben oder wie weit unten.
da ist auf jeden Fall mal... Ah, okay. So, da sind wir oben. Das heißt, hier können wir jetzt safe, mehr oder weniger safe, nach unten gehen. Und da jetzt noch die Magma-Blöcke holen. Das ist natürlich scheiße. Jetzt haben wir uns hier gerade selber ins Fleisch geschnitten. Jetzt kann ich höchstens hier... das wieder zumachen. Das habe ich jetzt aus Versehen aufgesammelt. Achso, meine Cobblestone-Blöcke wieder. Jetzt habe ich mir nämlich gerade die Ranken rausgeschmissen. So, das wollte ich nicht. So, mal gucken, ob jetzt hier auch Lava drunter ist. Nicht. Gut. Okay. Also müssen wir uns jetzt hier so ein bisschen drumherum bauen, dass wir die ganzen Magma-Blöcke hier noch wegholen können. Boah, das muss so heiß sein, Alter. Komischerweise, wenn ich hier so dran gehe, passiert nichts. Aber wenn ich mich drauf stelle, wird es heiß an die Füße. Auch interessant. Oh, guck mal, da ist sogar noch Quarz. Was man nicht alles hier unten findet, hä? Ist ja nice. Wahrscheinlich fast sogar so wieder zu viel Quarz, dass unser Inventar jetzt gleich voll ist wieder damit. Aber da können wir ja notfalls den Netherrack wieder raushauen. Nachdem wir hier natürlich diesen Magmastein gelootet haben. Magma-Stein, ne? Ja, Magma-Block. Und den können wir jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Aua, ah ja, ich hab's vergessen, sorry. Weil das auch voll ist, aber da können wir dann notfalls immer noch Cobblestone raushauen stattdessen. Das ist ja auch so viel. Das ist auf jeden Fall interessant. Magma-Blöcke, ey, wow. Ah, nicht schon wieder. Och, nö. Nein, ich... Oh, komm. Erhol dich, erhol dich, erhol dich. Bitte, bitte, erhol dich. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh aus, geh aus, geh aus. Diese scheiß verteufelte Mistlava, ey. Uah! Teufelszeug. Satan. Da habe ich wieder eine Lücke vergessen. Da kommt der ganze Mist hier sofort rein, ey. Eieieiei. Also gleich am besten hier oben stehen bleiben. Da kommt nämlich sofort wieder neue Lava rein. Das ist zum Kotzen. Komme ich halt auch nicht so wirklich ran da unten. Puh, fuck. So, jetzt. So, das hauen wir jetzt erstmal weg hier. Passt gleich so. Dass wir das erstmal mit aufsammeln können hier, das ganze Zeug. Und jetzt nochmal vorsichtig. Ja, geil, vorsichtig. So viel zum Thema. Ja, komm, scheiß drauf. Dann ist das jetzt so, ich habe genug davon. Ja, und hier dieser eine. Drei sind's, na gut. Ich würde mal bloß noch vorsichtig ganz kurz die Axt weghauen. Damit ich hier jetzt noch mal ganz kurz das aufnehmen kann, um hier Scheiße. Das ist nicht die beste Idee hier. Wirklich nicht. Aber da ist halt auch noch so viel davon, ne?
Ja, aber ich weiß. Kommt auch wieder direkt Lava rein. Es nützt uns nicht viel hier. Das kann ich so nicht machen. Ich muss ja bedenken, woher die Lava kommt. Vor allen Dingen hier selber nicht jetzt irgendeinen Kerker bauen, wo ich dann verbrenne. Dass das so tief nach unten geht hier, krass. Komm schon, nimm dir. So, wie gesagt, hier könnt ihr jetzt instant Lava rauskommen. Da kommt auch Lava raus. Oh, Schwein gehabt. Also machen wir das wieder zu. Oh, ist das heiß alles. Also doppeldeutig heiß. Keine Chance. Das hätte ich dann natürlich auch verloren, ne? Ich wollte das eigentlich mit Dings zubauen. Egal, jetzt komm. Lassen wir das lieber. Das ist mir hier ein Spiel mit dem Feuer, was ich nicht wirklich gebrauchen kann. Unnötig. Unnötiges Risiko ist das. Da oben ist noch einer. So, die Axt nehmen wir wieder mit. Da oben war noch einer gewesen. Ja, haben wir. Ja gut, und jetzt nichts wie zurück hier. Jetzt haben wir natürlich... Na gut, können wir uns oben noch einen holen. Einen von unseren Netherwarzenblöcken verfriemelt. Oder können wir hier wieder einen mitnehmen. Damit das wenigstens voll ist. So, die Hacke, die Spitzhacke ist auch gleich kaputt. So, wir sind erstmal durch. Oh, schon wieder Gänsehaut. Hier oben fühle ich mich gerade nicht mehr so wohl. So, jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, ob ich da vielleicht noch an diese Trauerranken rankomme, dass wir da noch ein, zwei mitnehmen können. Nö. Okay. Hätte sein können. Haben wir noch mehr hier irgendwo? Nicht so. Gut, dann erstmal wieder zurück jetzt. Die Spitzhacke unterwegs vielleicht noch irgendwo. Ich weiß halt auch nicht, da an dieses Quarz werde ich jetzt wahrscheinlich auch eher nicht mehr rankommen. Blöde Position. Lass mal das mal. Ich wollte bloß mal kurz hier nochmal einen Blick über den Tellerrand riskieren, aber bringt mir auch nichts mehr. Gut, nee, lass mal's. Gehen wir erstmal zurück. Werfen hier nochmal einen Blick. Oh ja. Heiße Scheiße, also hier möchte man auch nicht so unbedingt trennen. Ehrlicherweise, ich würde mir noch ein bisschen Netherrack mitnehmen. Für den Weg nach Hause. Da ist dann die Spitzhacke ja eh kaputt. Und eine haben wir ja noch. Das war dann uns noch ein kleines bisschen den Weg abgrenzen können mit dem Zeug, weil das ja doch ein bisschen offensichtlicher ist als hier das andere Material. Damit ich dann, wenn ich mal wieder hierher zurückkomme irgendwann, was wahrscheinlich auch nicht so bald passieren wird. Oh, hier oben auch noch ganz viel Zeug, ne? Mal den Weg dahin riskieren vielleicht noch, ja, ja. Könnte man eigentlich. Dass ich da noch ein paar Erze rausholen kann. Zum Beispiel Gold hier. Weil da haben wir auch noch ein bisschen Platz dafür. So. Unter anderem. Und dann mal sehen, ob wir da drüben noch an den Quarz kommen. Da ist der Block dann auch wenigstens fast voll. Und dann können wir nach Hause gehen. Okay, Freunde.